So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Art Astrologe Leonardo und in dieser neuen Serie zeige ich Takes aus meinen Videoberatungen. Und Sonne ist natürlich heller Planet, heißer Planet und Venus ist hier in der Nähe von der Sonne. Wir sprechen hier also von einer verbrannten Venus. Was ist eine verbrannte Venus in der vedischen Astrologie? Es ist so, dass die Sonne sie repräsentiert unsere Pläne. Die Sonne repräsentiert unser Ego. Die Sonne repräsentiert auch die dritte Phase einer Partnerschaft. Die erste Phase ist Mars-Venus, das heißt Anziehung. Ohne Glu, ohne Uhu, ohne Honig wird keiner in eine Beziehung gehen. Du musst auch sexuell von der Person angezogen sein, mit der du in eine Beziehung gehst. So, dann die zweite Phase, sie wird repräsentiert durch Saturn-Mond. Das ist die Fehlerfindephase in einer Beziehung. Die Prinzessin ist nicht die Prinzessin, der Prinz ist nicht der Prinz, Streitigkeiten wegen Kleinigkeiten. Der Prinz vergisst, die Zahnpastatube zuzumachen. Prinzessin tut den Duschvorhang nicht richtig zuziehen. Das Wasser ist auf dem Badezimmerfloor. Oder der Prinz schnarcht. Du weißt, was ich meine, ja? Natürlich, wenn die Beziehung kompatibel ist, dann vergibt man sich. Also wenn sie sehr verträglich ist, dann vergibt man Frau sich. Und man liebt die Person bedingungslos und geht mit ihr durch gute und durch schlechte Zeiten. Und natürlich gibt es auch immer viel Spaß zusammen und Freude zusammen und nicht nur schlechte Sachen im Alltag. So, deswegen guckt man sich in der Gegenüberstellung von Mann und Frau eben dann Mond und Saturn im Horoskop der beiden an, um zu sehen, wie läuft der Alltag ab zwischen dem Paar. Klappt das denn alles? So, und dann kommt die letzte Phase, die Königsphase, und das ist Jupiter und Sonne. Das heißt, das Paar verfolgt ein Ziel, das Paar hat ein gemeinsames Interesse, ein Zentrum. Und auf dem tiefsten Level sind das Kinder. Dann sagen wir mal ganz vereinfacht, sie bringen Kinder bis zum Erwachsenenalter. Aber wir haben in der Beratung als Astrologe oft gehört, wie dann, als die Kinder im Haus waren, das Paar vor einer Leere stand, weil es eben keinen Inhalt mehr hatte. Und dann ist der Mann vielleicht seinem Hobby nachgegangen, zum Fußball zu gehen, also vielleicht ins Stadion, und hat da beim Hertha BSC einen anderen weiblichen Fan kennengelernt. Und die Frau ist vielleicht zum Yoga gegangen und hat da jemand anders kennengelernt. Und dann rufen sie dann den Art-Astrologen an und sagen, also einer der beiden, und sagen, ja, wir haben keinen Inhalt mehr und ich glaube, er geht mir fremd. Und ich sehe immer, dass er, wenn er telefoniert, geht er raus auf den Balkon und ich habe dann irgendwie eine Nachricht bekommen, du verstehst den Punkt, die Sache kommt zur Scheidung. So, deswegen Sonne ist sehr wichtig in einer Partnerschaft, dass die beiden dann etwas haben, was sie zusammenbringt. Am besten natürlich ein spirituelles Ziel. Das hält natürlich besonders gut. Also wenn sie ein ideologisches, religiöses, spirituelles Ziel haben, wenn sie zusammen meditieren oder so. Ja, einfach, wo sie sich weiterentwickeln zusammen als Paar. Das ist natürlich besonders gut. Nun, warum erzähle ich dir das alles? Es ist so, dass du eben hier in einem wichtigen vorangegangenen Leben folgendes Verhalten an den Tag gelegt hast. Und jetzt will ich das mal alles summieren. Und zwar hast du Herzen gebrochen, hast gesagt, also wenn das nicht so und so abläuft, ja, dann geht überhaupt gar nichts. Weil hier ist die Sonne Vorstellung. Das heißt, die Vorstellung steht über der Liebe. Das heißt, wenn die Person nicht deinen Vorstellungen entspricht oder deinem Plan entspricht, dann verbrennst du die Venus, du verbrennst die Liebe. Verstehst du den Punkt? Und es ist kein Zufall, dass du diese beiden Planeten zusammenstehen hast. Du sagst, so und so kann das ablaufen. So und so und nicht anders. Verstehst du? Wenn es nicht so abläuft, dann ist zu Ende. Geschieden. Es ist geschehen. Ja, und dann hast du abgebrochen. Verstehst du, was ich meine? So. Und natürlich hier
Saturn ist auch im sechsten Haus, was den Alltag betrifft. Gemäß der Frage sehe ich in das Orakel des Horoskopes hinein. Wenn wir zum Beispiel zum Beruf gehen, dann bist du hier eine Art Chirurg oder jemand, der etwas untersucht, weil Saturn ist der Herrscher deines achten Feldes. Das, was hinter dem Vorhang passiert, kommt hier in den Alltag rein. Auf die Liebe bezogen ist eben Saturn eben auch die Disziplin der Toleranz im Alltag. Ja, das heißt zum Beispiel, dass das Überflüssige, was der Partnerschaft entgegengesetzt ist, also dass das beiseite geschaffen wird, was heißt, was der Partnerschaft entgegengesetzt ist. Guck mal, die Situation ist so. Hier, das ist das Zeichen Skorpion, okay? Skorpion bedeutet stirb und werde. Das ist der Bereich in unserem Leben, wo es darum geht, uns zu regenerieren und Dinge, die unsere Beziehung zum Beispiel vergiften, rauszuwerfen und der Beziehung Fortentwicklung zu geben, zu vergeben, loszulassen. Und das ist eben so, dass der Saturn eine Doktrin ist. Bitte verstehe das. Venus hast du dir selbst kreiert, die Art zu lieben, hast du dir selbst kreiert. Ist eine gewisse Art zu lieben, ein gewisser Geschmack. Du hast den Geschmack am Montag gehabt, du hast den Geschmack auch noch am Dienstag. Du bist nur kurz ins Bett gegangen, hast geschlafen, bist wieder aufgewacht. Du bist immer noch die gleiche Person wie in einem wichtigen vorangegangenen Leben. Du hast immer noch diese Art zu lieben. Du hast immer noch diese Art, dein Ego auszudrücken. Es ist einfach nur kurz schlafen gelegt worden und wurde dann vom Parapta-Karma wieder rausgeholt. Du hast eine gewisse Bhava, eine gewisse Stimmung, was durch Mond repräsentiert wird. Du hast eine gewisse innere Stimme, also gewisse Ethik, gewisse Moralvorstellungen. Gewisse Dinge, die du erweitern möchtest, wird durch Jupiter ausgedrückt. Du hast eine gewisse Art zu handeln. Gehe ich auch noch drauf ein, auf diese Sachen. So, Saturn aber ist eine Doktrin. Als vedischer Astrologe sehen wir das so, dass es eben eine Organisation gibt, genau wie jede Stadt organisiert ist, genau wie jeder Staat organisiert ist, ist auch unser Karma organisiert. Deswegen, Gott würfelt nicht. Warum hast du dieses Horoskop? Es ist alles total exakt. Es ist auf jeden Fall eine Intelligenz dahinter, die dich mit dem konfrontiert, was du in einem vorangegangenen Leben getan hast und was du dir gewünscht hast. Es ist eine Mischung aus deinen Wünschen und aus deinen Tätigkeiten.